Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, dass ich mir ein Auto kaufen möchte. Ich habe mir schon ein paar angeguckt und habe eins gefunden. Wir machen heute eine Probefahrt damit. Der Verkäufer wird mir auch alles erklären, was für Funktionen ein Auto hat. Und ich nehme euch dann einfach mal mit. Und ich denke mal, wird ziemlich unterhaltsam. Ne? Jo! Ich habe noch einen Kollegen abgeholt, das ist der Demir. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Hi. Er kennt sich auch ein bisschen mit Mercedes aus, deswegen, er kann mich gut beraten. Ne? So, Momo. Also, das wird heute echt der Wahnsinn, ne? Jetzt gerade angekommen im Autohaus Mercedes. Ja. Auf jeden Fall aufgeregt, Alter. Schon aufgeregt, Junge? Ey, ich habe mir auch hier schon ein schickes Ding ausgesucht. Ja, ja. Berühren. Leute, das ist der David, meine Vertrauensperson und bester Verkäufer. Also, hi Leute. Bei ihm werde ich das Auto kaufen und ja. Bester Mann, Momo. Danke für alles. So, Leute, diesen Auto habe ich mir ausgesucht und dieser junge Herr, der David, wird mir jetzt die Funktion dieses Wagens erklären und ja. Radio Kurzwahltaste, damit kannst du deinen Sender rechts und links. Und damit geht das? Genau, dann geil. Ist das Navigationssystem genauso bedienbar. Modul schon eingelegt, wird aktiviert. Damit kannst du auch deine Musik über das System abspielen. Du brauchst kein Kabel. Deine Musik. Genau, richtig, deine Musik. Ja, meine eigene irgendwann. Deine eigene, so sieht's aus. Okay, ansonsten absolutes Highlight, Panorama, Schiebedach. Hier haben wir das Bedienterlass. Einfach Cabrio, ja? Einfach Cabrio-Feeling. Alter, wie weit? Du lässt jetzt die Sonne in dein Auto rein. Und wie mache ich das Ding noch auf? Genau. Einfach nach oben, das wäre in die Hubstellung, wie ein Schiebedach. Wenn du das aufmachen möchtest, nochmal drauf drücken. Dementsprechend. Jetzt kommt die Sonne wieder. Das ist Cabrio. Junge, Panorama, Brudi. Krass. Geil. Genau. Genau. Zweimal dann. Richtig. Wenn du jetzt zumachen möchtest, ja. Nach vorne drücken einmal. Ja. Mach mal, drück mal nach vorne. Ey, mir ist fast Handy hingefallen, weil das Auto so geil ist. Genau. So, die Funktion des Autos wurde mir gerade erklärt. Einfach der Wahnsinn. Auf jeden Fall hammergeil, weil ich bin jetzt 4 Jahre so einen Golf gefahren und ist schon auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Und ja, ich freue mich jetzt damit rumzufahren. Schickes Auto auf jeden Fall. Jawohl! So, jetzt steige ich in den Wagen ein. Warte, ich muss euch den mal ein bisschen zeigen hier. Geile Karre! So, jetzt steigen wir mal ein. Boah, wer ist dieser hübsche Junge hier neben mir rechts? Hör doch auf, Junge. Und wer ist dieser charmante Junge hier? Boah, Alter Schwede. Meine Jungs rollen alle im Benzer. Sonne scheint am raus aus dem Fenster. Bassknallt und im Radio Fiesta. Meine Jungs rollen alle im Benzer. In einem Benzer, in einem Benzer. Deutsche Fabrik hat Alemannia. Also ich sitze gerade in meinem Auto und geiles Feeling, ey. Es fühlt sich gerade Hammer an, ehrlich. Guckt euch mal die Sitze an. Aber was das Auto am meisten ausmacht, sind meine Freunde, die dabei sind, Leute. Wie süß der Junge. Ehrlich. Was ein Schande. Weil ihr teilt gerade so ein Ereignis mit mir und ja, ich liebe euch einfach von Herzen. Ey, das Lied ist für dich, Bruder. Jawohl. Habibi Mabella, ich mach dich heute zu meiner Bella. Habibi Mabella, ich hol dich aus deiner Favela. Ti amo, ti amo, ti amo. Steig in den Bentley, komm, wir fahren los. Wir haben jetzt gerade geparkt. Ich bin ein bisschen damit gefahren. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit dem Wagen. Ja, Florian, wie findest du den Wagen so? Erzähl mal. Top, top. Auf jeden Fall eine Steigerung von Golf zu Mercedes. Kann sich nicht jeder leisten. Übertreib, nein, Mann. Ich tue so, als wäre das Ferrari, ja? Der Wagen, für den ich mich entschieden habe, ist auf jeden Fall ein CLA Coupé in Weiß. Demir, wie findest du meinen Wagen? Erzähl mal. Mashallah, Bruder. Mashallah. 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 Mashallah, Bruder. Mashallah, Bruder. Oh. Ich weiß, bei mir habe ich so ein Ritual. Wenn ich ein neues Auto habe, muss ich das bei mir halt im Herzen reintun. Und dann gehe ich wie folgt vor. Ich gucke mir die Motorhaube an. Ich fange an, die ein bisschen zu streicheln. Aber in Kreisbewegung, mit ganz viel Gefühl. Und dann einfach da drauf. Und lässt es einwirken. Es ist einfach gut. Dann läufst du entlang
aber lässt deinen Finger die ganze Zeit auf die Motorhaube. Bis zur Tür. Warte, zeig mal, bis wohin? Bis zur Tür. Okay. Wenn du an der Tür bist, guckst du diese Tür an und analysierst die Kanten. Warte, sag mal. Analysierst hier die Kanten. Ja, so krass. So, jetzt zeige ich euch mal, was der unter der Motorhaube sich versteckt von meinem Wagen. Ich kenne mich nicht so krass mit Autos aus, aber ich versuche euch ein bisschen was zu erläutern. Zuerst muss ich natürlich die Motorhaube aufmachen. Emi, wie geht das? Ja, da ist so ein Knopf. Das ist sexy. Kaffee. Das war der falsche, Bruder. Fachmann halt, ne? Sauber, Junge. Junge, warum ist das Junge ja? Bruh. Warum ist das immer so schwer? 20 Minuten später. Dimir, helf mir mal. Ah, wie geht das? Bro, guck, ich zeig dir das. So, du musst Finger reinstecken und dann so. Ja. Das ist ein Motor. Mit diesem Motor fährt man Auto. Ah, ist voll heiß. Mehr weiß ich leider nicht. Arigato, arigato, lebt nach dem Motto La Vida Loca. Jet Set von Bali nach Rom, die Diamond und Blue reißt sie leider ins Koma. Mein Outfit ist heute Cote, frisch von der Côte d'Azur, ai ai ai. Hey! Junge! So, die haben mich jetzt einfach alleine gelassen. Ich stehe hier leider ohne Auto. Aber das war das Video, Leute. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ich wollte einfach mal mitnehmen, weil ich dachte mir so, vielleicht interessiert euch das. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und ja, lasst ein Abo da. Ich hab euch lieb, euer Momo.